Servus Leute, heute folgt schon wieder das nächste Tastatur-Review. Heute schauen wir uns mal die Logitech Craft Tastatur an. Hierbei handelt es sich mal nicht um eine Gaming- bzw. mechanische Tastatur, sondern um eine Tastatur, die mehr auf Produktivität ausgelegt ist. Das Ganze erkennt man natürlich auch gleich am Design der Tastatur. Bei der Craft Tastatur handelt es sich um eine nicht mechanische Tastatur, die eine Besonderheit aufweist, nämlich diesen Drehregler hier. Der ist touch-sensitiv und lässt sich drehen, auch auf zwei verschiedene Weisen, das sehen wir dann später noch. Die Tastatur kommt in einem edlen grauen Design, daher mit einer Aluminiumleiste im oberen Bereich. Und sie fühlt sich auch ziemlich hochwertig an und ist relativ verwindungssteif. Der Drehknopf hat einen sehr schönen Druckpunkt und ist auch angenehm zu drehen. Die Tastatur kann entweder über den mitgelieferten Unifying Adapter bzw. über Bluetooth oder über das mitgelieferte USB-C Kabel verwendet werden. Somit kann man die Tastatur auch mit anderen Geräten, zum Beispiel Tablets, Handys oder Laptops, über Bluetooth verbinden und über die Schnellwahlprofile schnell auf zwischen den Geräten wechseln. Der Layout der Tastatur ist auf Mac und Windows ausgelegt, daher sind die relevanten Tasten doppelt beschriftet. Die Tastatur ist natürlich beleuchtet, damit man sie auch im Dunkeln besser verwenden kann. Die Beleuchtung wird über einen Bewegungssensor aktiviert, welcher sehr gut funktioniert. Dadurch spart die Tastatur Strom, wenn sie im kabellosen Betrieb ist, da die Hintergrundbeleuchtung der Tasten dann nicht immer leuchten. Neben dem USB-C-Anschluss auf der Rückseite befindet sich auch ein Ein- und Ausschalter. Aber nun kommen wir mal zu dem wichtigsten Merkmal der Tastatur, dem Drehregler. Der Drehregler hat drei verschiedene Funktionen. Einmal hat er eine touch-sensitive Oberfläche und er lässt sich natürlich drehen. Und drehen lässt er sich auf zwei verschiedene Weisen, einmal stufenlos und einmal rastend. Ich konnte mich leider nicht sonderlich mit dem Drehregler anfreunden. Das Ganze ist natürlich eine Übungssache. Ich habe ihn höchstens zum Tab-Switchen in Chrome oder zum Lautstärke-Einstellen benutzt. Man kann den Drehregler auch in vielen anderen Programmen, zum Beispiel Premiere Pro oder Photoshop benutzen, um dort zum Beispiel die Helligkeit einzustellen in Photoshop oder in der Timeline zu scrubben. Aber das Ganze ist natürlich Übungssache und Eingewöhnungssache, ob man diesen Drehregler verwenden wird. Das Ganze bedarf natürlich einer Eingewöhnungsphase, aber wer gewillt ist, hier sich ein wenig Zeit zu geben und mit dem Drehregler zu befassen, der kann hiermit bestimmt seinen Arbeitsablauf ein wenig optimieren. Der Drehregler lässt sich über die Logitech Options Software konfigurieren und somit kann man für viele verschiedene Programme auch verschiedene Profile bereitstellen bzw. abändern. Logitech hat hier schon einige vorgefertigte Profile angelegt. Über die Logitech Options Software lassen sich auch die Multimedia-Tasten umschalten, um standardmäßig auf die normalen F1 bis F12 Tasten zugreifen zu können. Kommen wir nun noch zu meinem Fazit. Was mir an der Tastatur sehr gut gefallen hat, ist das dezente Design. Also wer ein minimalistisches Setup hat, der ist hier mit der Tastatur sehr gut bedient. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase hat man sich natürlich auch sehr schnell an die Tasten gewöhnt und es lässt sich sehr gut auf diesen schreiben. Was mir auch sehr gut gefallen hat, sind die Hotkeys zum Wechseln zwischen den Geräten sowie die Multimedia-Tasten oben und natürlich auch der Drehregler zum lauter leiser machen oder Tab switchen. Kommen wir nun zu den negativen Punkten. Meiner Meinung nach sollte die touch-empfindliche Oberfläche nur oben sein und nicht außen, denn dadurch stellt er sich ab und zu einfach um, weil man ihn berührt, um ihn zu drehen. Dann lässt sich die Tastatur nicht in der Höhe verstellen, denn sie hat keine Füße. Dazu hat mir die Batterielaufzeit auch nicht sonderlich gut gefallen. Man hätte hier bestimmt noch eine größere Batterie einbauen können, indem man das Gehäuse ein wenig verändert, zum Beispiel hier von der Seite. Dann würde die Batterie auch länger als eine Woche halten. Das ist ein wenig schade, die könnte ruhig ein wenig länger halten. Die Funktionalität des Drehreglers kommt mir manchmal auch ein wenig eingeschränkt vor. Hier könnte Logitech noch ein wenig an der Software nachbessern. Was mir auch nicht gefallen hat, ist die Leertaste, welche ein quietschendes Geräusch macht. Was ich auch bei mehreren anderen YouTube-Videos über die Tastatur gesehen habe. Anscheinend ein bekanntes Problem. Kommen wir nun noch zum Preis. Bei uns kostet die Tastatur zwischen 170 bis 200 Euro. Ob das Ganze
einem das Geld wert ist, muss man natürlich für sich selbst entscheiden. Wer gewillt ist, sich hier ein wenig einzuarbeiten mit dem Drehregler, für den ist die Tastatur bestimmt das Geld wert. Und wie gesagt, er kann damit bestimmt auch seinen Workflow ein wenig optimieren. Alles in allem hat mir die Tastatur gut gefallen. Der Drehregler ist einfach eine Sache für sich. Da muss man sich einfach mit anfreunden oder halt nicht. Das wäre es dann auch schon von meiner Seite. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Falls nicht, ein Dislike. Gerne dürft ihr mich auch abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao.